Es sind bewegte und bewegende Zeiten für die Europäische Zentralbank und Präsident Jean-Claude Trichet, ganz klar natürlich wegen Griechenland, Portugal und Co. In diesem Umfeld heute die Sitzung der Europäischen Zentralbank und eine Pressekonferenz. Sabine Traub, Chefin des Rentenhandels hier an der Börse Stuttgart, wollen wir brandaktuell drüber reden. Welche Signale waren denn aus Lissabon zu vernehmen? Also das deutlichste Signal war, Griechenland wird nicht bankrott gehen. Also das war eine ganz klare Aussage von Trichet. Was er allerdings nicht machen wird, das ist, dass die EZB direkt griechische Staatsanleihen aufkaufen wird, so wie es die US-Fed während der Finanzkrise mit US-Staatsanleihen gemacht hat. Aber sie machen es indirekt doch, da sie die Bonitätsanforderungen für griechische Bonds ja auch mit nach unten gesetzt haben. Das heißt, Banken können griechische Anleihen bei der EZB gegen Kredite dann hinterlegen. Bewegte und bewegende Zeiten auch für Griechenland-Anleihen natürlich in den vergangenen Tagen. Wie ist der Eindruck aus dem Handel? Ja, also die Handelsumsätze, die gehen etwas zurück, das muss man schon sagen. Die meisten Anleger sind jetzt investiert. Wenn sie nicht schon verkauft haben, bleiben sie investiert. So macht es gerade den Eindruck. Das heißt, wir können die Rekordumsätze von den letzten Wochen können wir gerade nicht mehr erreichen. Aber sie sind trotzdem noch sehr hoch mit über 10 Millionen am Tag. Und was auch nach wie vor der Fall ist, es sind doch noch eher von Privatanlegerseite Käufer unterwegs als Verkäufer. Frage zum Bund-Future, der in dieser ganzen Gemengelage auf ein Allzeithoch gar gestiegen ist? Ja, gestern bei 126,59. Das heißt, im Umkehrschluss die Rendite der 10-jährigen Anleihe war im Tief bei 2,84%. Also das hatten wir nicht mal während der Finanzkrise gesehen. Und was das Erstaunliche ist, die Bundesanleihen steigen und der Euro fällt. Das heißt, die institutionellen Investoren verkaufen wirklich massiv Anleihen der Peripheriestaaten und gehen dann entweder ganz raus aus dem Euro in andere Währungen oder sie kaufen massiv 1A-Bonitäten wie zum Beispiel Bundesanleihen oder französische Staatsanleihen. Also die Bewegung setzt sich fort, die Renditen der griechischen Staatsanleihen steigen, die der deutschen fallen. Ganz herzlichen Dank für diese Eindrücke, Sabine Traub. Ja.